Unsere Geschichte spielt auf der kleinen Burg Schwarzenfels. Dort dürfen die Geschwister David, Luca und Chiara, die von allen nur Puppi genannt wird, zum ersten Mal ihre Ferien allein verbringen. Natürlich regt so eine alte Burg die Fantasie sehr an. Und so kommt es, dass sich die Kinder abends im Bett Gruselgeschichten erzählen. Und dann ist das Gespenst direkt durch den Kamin weggeflogen. Och, war das schon das Ende der Geschichte? Klar, wenn das Gespenst doch weggeflogen ist, muss die Geschichte doch auch aus sein. Wieso bist du eigentlich so still, Luca? Och, ich überlege, ob es hier auf dieser Burg wirklich Gespenster gibt. Aber Luca, Gespenster gibt es doch nur im Märchen. Na, da wäre ich mir aber gar nicht so sicher. Immerhin waren letzte Nacht sehr seltsame Geräusche hier zu hören. Ja, teilweise klang es wie eine schrille Geige. Hört auf, ich grusel mich richtig. Also, angefangen haben die Geräusche aber erst, als die zwei Männer von der Kommission hier angekommen sind. Ja, sag mal, was wollen die denn überhaupt hier? Soweit ich verstanden habe, wollen die hier aus der Burg mit der kleinen Jugendherberge ein richtig großes Hotel machen. Ach, und die Männer sollen beurteilen, ob sich die Burg dazu eignet. Genau, Schlauköpfchen. Ist eigentlich schade, dass aus einer solch schönen alten Burg so ein modernes Hotel gemacht werden soll. Eigentlich hast du recht. So, jetzt wird aber geschlafen. Luca, machst du bitte das Licht aus? Ja. So, gute Nacht. Gute Nacht. Was war das denn? Ich mach lieber das Licht wieder an. Das klang wieder wie so eine Geige. Ich glaube, ich habe Angst. Ach Quatsch, komm, wir sehen mal nach. Glaubst du wirklich? Klar, komm, ich nehme meine Taschenlampe mit. Sag mal, David, hast du eigentlich meine Reservebatterien gesehen? Nee, aber mir ist auch schon aufgefallen, dass Verschiedenes weggekommen ist. Heute Morgen war zum Beispiel meine Milch weg, die wir gestern gekauft haben. Ja, und meine Tüte Bonbons. Ich dachte, einer von euch beiden hätte sie heimlich stibitzt. Also los, sehen wir mal nach. Mit der Taschenlampe in der Hand gehen die drei eng aneinander geschmiegt durch die gewölbeartigen Gänge der Burg und versuchen festzustellen, wo die Geräusche herkommen. Hier entlang. Diese alten Rüstungen. Oh, und die Spinnweben. Dazu noch die alten Bilder. Du, David, lass uns lieber umkehren. Ja. Nein, wir müssen jetzt auch feststellen, wo dieses Geräusch herkommt. Oh. Was war das denn? Entschuldigung, ich bin über den Putzeimer gestolpert. Kommt weiter jetzt. Du, ich finde, wir sollten lieber... Da! Das Geräusch! Da drüber, von dort kam es. Was war das? Sah aus wie ein Gespenst. Lass uns doch lieber umkehren. Was ist das? Bleibt ganz ruhig stehen. Das ist eine Frau, eine schwarz gekleidete Frau. Hallo Kinder, ihr müsst keine Angst haben. Ja. Wer bist du? Mein Name ist Mimek Mau. Wie bitte? Mimek Mau. Was ist denn das für ein seltsamer Name? Das ist schottisch. Ach, du kommst aus Schottland? Ja. Direkt aus der Burg McGlosky. Ja, aber was machst du denn dann hier? Nun, wir wohnen hier. Wie bitte? Wir wohnen hier?
Wer ist das denn noch? Ich glaube, ich muss euch das erklären. Oder nein, besser, ihr kommt mit. Nein, ich hab Angst. Bist du ein Gespenst? Nun ja, sowas Ähnliches. Dann gibt es also doch Gespenster? Natürlich gibt es Gespenster. Wir sind ein ganzer Clan. Wie? Das verstehe ich nicht. Kommt einfach mit. Dann können wir euch unsere Probleme schildern. Okay, wir gehen mit. Aber wer garantiert uns denn, dass du ein Liebesgespenst bist? Du? Du bist David? Ja. Woher weißt du das denn? Boris hat mir eigentlich die ganze Zeit über euch berichtet. Wer ist denn nun schon wieder Boris? Boris ist unser Butler. Ach, ihr habt auch einen Butler? Aber natürlich. Wir sind ein uralter, traditioneller Geisteradel. Aber wieso können gerade wir euch sehen? Nun, wir schottischen Geister können von jeher nur von Kindern gesehen werden. Erwachsene hören uns nur. Bis auf Macbeth, das Bettlakengespenst, den können nach Mitternacht auch die Erwachsenen sehen. Und wer gehört noch dazu? Da ist nur noch Stradi McBarry. Aber ihr werdet ja alle gleich selbst kennenlernen. So, wir sind gleich da. Über lange, gewölbeartige Flure und steile Treppen gelangen die vier bis unter die untersten Keller der Burg. Mi McMau bleibt vor einer schweren, eichenen Türe stehen und klopft ein kurzes Signal. Knarrend schwingt die Tür auf. Ah, Mi. Oh, du hast die Kinder mitgebracht. Herzlich willkommen. Muss ja direkt meine Geige weglegen. Darf ich mich vorstellen? Mein Name ist Stradi McBarry. Ach, dann warst du das, der die ganze Zeit diesen Lärm gemacht hat. Wie? Hast du das gehört? Lärm, hat sie gesagt. Ich und meine Violine. Lärm, hat sie gesagt. Nun ja, Herr McBarry? Stradi McBarry. Also, Herr McBarry, Puppi meint das wirklich nicht so. Sie. Aber natürlich meine ich das so. Es ist furchtbarer Lärm. Wie? Schnell, meine Geisterberuhigungstropfen. Sie hat schon wieder Lärm gesagt. Lärm, also ich weiß nicht. Also, Herr McBarry. Puppi ist immer sehr direkt. Ich schlage vor, wir vergessen jetzt das Thema. Da ist ja ein Geist. Ja, hallo. Mein Name ist Macbeth. Bist du? Ja, muss ja. Ein richtiger Geist? Ja, und das schon seit 4000 Jahren. Bitte entschuldigt, aber momentan ist mein weißes Tuch etwas schmutzig. Dieses ewige Spuken in letzter Zeit strengt sehr an. Und dann überall dieser Staub. Boris ist auch nicht mehr das, was er mal war. Wo ist er überhaupt? Ich glaube, seine Batterie für seine Fackel ist mal wieder leer. Wahrscheinlich versucht er wieder irgendwo sowas zu finden. Hey, dann hat euer Boris meine Batterien geklaut. Fürchte, du hast recht. Also, Geister klauen auch? Habt ihr vielleicht auch Davids Milch mitgehen lassen? Nun ja, wie soll ich sagen? Ich habe nun einmal eine Schwäche für Milch. Also, das ist ja ein starkes Stück. Ist mir schrecklich peinlich. Ach, ich glaube, Boris kommt. Hallo, stellt euch vor, ich habe draußen in dem großen Auto noch eine Batterie gefunden. Jetzt, oh, die Kinder. Wie kommt ihr denn hierher? Wir wollten euch doch viel später... Schweig, Boris, schweig. Die Kinder sollen jetzt erst unsere ganze Geschichte hören. Also, wie ihr jetzt schon wisst, besteht unser Clan aus vier Mitgliedern.
Macbeth, das Gespenst, das bin ich. Lady B. Macbeth, die Katzenfrau. Mit meiner Vorliebe für Milch. Und unser Diener Boris, der, wie Luca ja schon bemerkt hat, mit Vorliebe Batterien klaut. Ja, klauen kann man nicht sagen. Vielleicht leihen. Und ich selbst, Stradi Bekvari, das Oberhaupt des Clans. Ich dachte immer, Geister gibt es nicht. Ja, ja, ich weiß. Das trifft besonders mich. Wenn ich mal so richtig am Spuken bin, sagen die meisten, das kann gar nicht sein. Und dabei gebe ich mir immer solche Mühe. Ist ja gut, Macbeth, ist ja gut. Also, wir sind ein Geisterclan, der, wie ihr euch sicherlich denken könnt, aus Schottland stammt. Vor circa 800 Jahren wurde die Burg McCloskey zerstört und wir mussten uns wohl oder übel nach einer anderen Behausung umsehen. Da uns das Klima in Schottland ohnehin nicht mehr gefiel, beschlossen wir auszuwandern. Ach, diese Überfahrt mit dem Segelschiff, die ich da noch dran denke. Boris wird doch so schnell seekrank. Schrecklich, sag ich euch. So schrecklich. Nun, und dann fanden wir hier diese Burg. Klima gut, Behausung gut, fantastische Gegebenheiten für schottische Geister. Ja, und dann dieser Schock mit dem Hotel. Stellt euch das nur vor. Wir waren der festen Meinung, dass wir hier nett in Ruhe die nächsten 2000 Jahre verbringen können. Besonders Macbeth. Ja, für mich waren die Verhältnisse hier fantastisch. Ruhige Burg, nette Spukatmosphäre, alles zu meiner vollsten Zufriedenheit. Ja, und dann hörte ich von den Plänen, dass hier ein Hotel entstehen soll. Wir haben natürlich sofort losgespukt auf Deibel komm raus, um die Käufer davon abzuhalten. Aber bisher hat keiner so richtig Angst bekommen. Aber das ist ja furchtbar. Wir müssen unter allen Umständen verhindern, dass das Hotel gebaut wird. Ach, wäre das toll. Ich würde dir sogar ein ganz spezielles Geigensolo widmen. Ach, weißt du, das muss nicht sein. Oder ich würde euch in unseren Clan mit aufnehmen. Ach, das ist nicht unbedingt nötig. Wir helfen euch auch so in dieser Sache, oder? Luca, Puppi, was meint ihr dazu? Ist doch klar, nachdem wir jetzt wissen, um was es geht. Aber wie wollt ihr denn erreichen, dass das Hotel nicht gebaut wird? Oh, das ist ganz einfach. Wir spuken jetzt mal so richtig los. Meint ihr denn, dass dieser Mann, wie heißt er noch? Herr Schmerbass. Ja, dass dieser Herr Schmerbass sich vor Gespenstern fürchtet? Ja, wir müssen eben versuchen, ihn so weit zu bringen, dass er wirklich der Überzeugung ist, seinen Gästen so etwas nicht zumuten zu können. Ja, und wie können wir euch dabei helfen? Ich dachte, ihr sagt es ihm einfach. Na, ob der darauf hört? Glaube ich auch nicht. Nun, wenn er nicht hört, dann müssen wir eben unsere Fähigkeiten einsetzen. Was für Fähigkeiten habt ihr denn? Nun, wir können zum Beispiel irgendwelche Dinge bewegen, ohne dass man uns sieht. Heißt das, ihr könnt euch unsichtbar machen? Genau das ist es. Besonders im Tageslicht geht das vorzüglich. Bis auf Macbeth, der kommt erst bei Nacht in Form. Aber dann kann ich Höchstleistung vollbringen. Kannst du dann so richtig durch die Gänge fegen? Nichts einfacher als das. Dann könnten wir ja diesem Herrn Schmerbass mal so richtig einen Schrecken einjagen. Also ich würde da sofort mitmachen. Könnt ihr euch denn so richtig unsichtbar machen? Also, hören. Eine unserer echtesten Übungen. Wie wäre es denn, wenn ihr Herrn Schmerbass morgen mit seinem Architekten begleitet und ihm zeigt, wie wenig diese Burg für Hotelgäste geeignet ist? Aber wie? Nun, ich denke, dass sich die beiden zum Beispiel den Kehr ansehen werden. Ja, und? Ja, das Licht kann doch zum Beispiel ausfallen.
Sowas schockiert einen solchen Menschen überhaupt nicht. Vielleicht kann er über eine Treppe stolpern. Wir dürfen Menschen zwar erschrecken, ihnen aber kein Leid zufügen. Ich glaube, wir müssen systematisch vorgehen. Und wie? Stufe 1. Wir reden mit ihm und erzählen, dass es hier auf der Burg Gespenster gibt. Das wird diesen Mann sicher nur zum Lachen bringen. Genau. Stufe 2. Wir führen Situationen herbei, die eigentlich nur von Geisterhand herrühren können. Hätte ich ein paar tolle Ideen. Stufe 3. Totaler Geisterspuk. Nachts. In meinen Augen das einzig wahre Mittel. Aber wie können wir denn mit euch sprechen? Oh, wir können uns mit euch unterhalten, ohne dass uns Herr Schneer was versteht. Na, dann wollen wir diesem Herrn morgen mal zeigen, wie schwierig es ist, aus Burg Schwarzenfels ein Hotel zu machen.